Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin immer noch in Steinfurt. Dieses Fahrzeug war gerade im Einsatz. Wir sprechen gleich mal über eine schöne Drehleiter. Eine Drehleiter ist eigentlich wie eine vierteilige Steckleiter, nur in groß. Und man kann es mit einem schönen Fahrzeug verfahren, okay? So, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben einen Fachmann dabei, und zwar den Jörg. Den hole ich mal jetzt zu mir. Jörg. Das bin ich. Super. Bevor wir jetzt zum Auto kommen, ganz kurz. Du bist ja aber von einer anderen Wache. Du bist jetzt nicht von hier? Ich bin aus dem Löschzug Borkhorst vom anderen Ortsteil. Okay, genau. Löschzug Borkhorst. Richtig. Das ist da steht hier, auch hier die Löschzug Burgsteinfurt. Burgsteinfurt, okay. Ja, okay. Das ist für mich noch nicht so ein Fleisch- und Blutübergang, aber okay. Und ein schönes Fahrzeug. Die waren aber auch gerade im Einsatz. Das heißt, die waren hier gerade eh in der Nähe und sind jetzt hier vorbeikommen. Es ist nichts geschönt. Es ist aus der wahren Praxis gesagt, halt, stopp. Wir gucken uns mal kurz das Auto an. Ja. Wie super, dass du gesagt hast, klar, spontan. Ja, die Zeit nehmen. Haare liegen, los geht's, ne? Okay, gucken wir uns an. Ja. Freue mich, los geht's. Die Beladung angucken. Das Fahrzeug ist was für ein Fahrgestell? Das ist ein MAN-Fahrgestell, 16 Tonnen. 16 Tonnen, okay. Also ich mag natürlich Klasse 2 Führerschein, wollte ich sagen, mal C1 Führerschein erforderlich. Was für ein Drehleiter ist das? Das ist eine Magirus-Drehleiter DLK 2312. DLK 2312, wer der ganz häufig sehen, ist mit der Standard Hühnrettungsfahrzeug der Feuerwehr, ne? Das ist korrekt. Genau. Okay, würde ich sagen, schauen wir mal, wie alt ist das Fahrzeug? Das ist jetzt von Baujahr 2002. Das heißt, gut 17 Jahre alt. Genau. Das heißt also, die Zeit kommt immer näher, wo wir ein neues Fahrzeug beschaffen. Aber so, also, tut doch ihren Dienst, ne? Oder nicht? So, ist doch Qualität. Sehr zuverlässig. Hallo, ist Magirus, hat doch was ordentliches gekauft. Sehr zuverlässig. Schauen wir mal rein. Also erstmal interessant ist ja, so eine DLK ist so typisch, man rückt aus 1-2, ne? Drei Sitzplätze. Richtig. Genau, das ist das Erste. Genau. Und ach, vom Armaturenbrett muss ich schmunzeln, das ist echt so alte Zeit, ne? Das ist cool. Ja, das ist nichts Digitales, alles nur Analogtechnik, Steiger und so, ne? Was habt ihr drauf, irgendwie Alarmpläne oder irgendwie was? Was habt ihr so an Ausrüstung drauf? Das würde mich kurz interessieren, hier vorne. Eine Wärmebildkamera? Ne, Wärmebildkamera haben wir hier nicht drauf. Die haben auf dem, ich sag mal, Erstausrüstung HLF ist eine drauf. Okay. Oder auf dem Einsatzführungsdienst, der führt eine mit. Da wir zwei Löschzüge haben, haben wir natürlich auch zwei Erstausrücken HLS und die sind jeweils mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet. Das heißt, okay, also, die sind auch natürlich dann immer als erstes vor Ort. Ja, okay, super. Na? Also eigentlich nur eine ganz normale Fahrgastkabine mit Funk drauf? Ja, genau. Funk. Wir haben jetzt hier keine Anfahrtsbeschreibung. Wir kommen so ganz gut klar, weil die ersten Fahrzeuge natürlich dann auch schon vor Ort sind. Wir sind über Funk. Die Kunden geben ja auch meist Rauchzeichen, man weiß ja, wo wir. Genau, wenn es dann soweit ist, genau. Wenn es weit genug fortgeschritten ist, dann wissen wir, können wir auf Sicht anfahren. Okay, genau. Was hast du hier so ganz kurz für Schalter? Was ist das hier so? Was haben wir hier? Eine ganz normale die Sondersignalanlage, Funkschalter, wir können noch die Außenumfeldbeleuchtung schalten. Dann den Nebenantrieb natürlich hauptsächlich, ne? Und Martinshorn, was natürlich ganz gerne genommen wird. Also Nebenantrieb ist es für die Leiter? Für genau, um die Leiter näher zu steuern oder anzusteuern. Genau. Ja, überschaubar. Ne? Ja. Bin ganz gespannt, was hier drauf ist. Standard, also, was hier so mit drauf ist. Ja. Ich sehe auch Gurte habt ihr dabei. Genau, Gurte müssen wir auch immer mitführen, weil wenn wir in gewissen Höhen sind, dann haben wir uns natürlich auch ein bisschen oben anzugurten, ne? Damit da nichts passiert wegen der Sicherheit. Ja, das war es eigentlich schon. Und die Libelle, damit wir hier sehen können, ob das Fahrzeug immer in der Waage ist, wie es denn steht, wenn wir anfahren. Ach, ne? Da guckt er hier richtig. Schon. Ja, da kann man immer sehen, wenn wir am Hang irgendwo anfahren, dann können wir schon gucken. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Welche Neigung hat das Fahrzeug schon? Willi ist schon wieder beeindruckt. Gucken wir mal nach hinten. Gut. Los? Wenn du es, mach mal hoch den Rock da. Hoch den Rock? So, also Gerätefach 1, das bin ich ganz gespannt. Wir haben natürlich auch Material da, um ich sag mal, unser Wasser irgendwo selber zu holen. Wir haben hier ein Standrohr, wir haben hier einen groben Schleifkorb, um die Menschenrettung durchzuführen. Und der ist zweiteilig. Ah. Und auch eine Dientrage drauf. Die würde ich jetzt mal sehen. Die zweiteilige kenne ich nicht. Wie heißt das? Grubenschleifkorb. Warum heißt der Grubenschleifkorb? Ja, im Prinzip, dass man verletzte Personen, auch gerade die Wirbelsäulenverletzungen mit sich tragen, schonend aus der Gefahrenstelle retten kann. Ganz schön windig heute hier. Ach, dann wird die so gesteckt. Genau. Und bei uns auf dem HLF gibt es das auch, nur zusammengesteckt, einteilig. Ja?
Genau, und ich kenne die halt nur als einteilige Variante. Also dann kann man hier. Ja, genau. Das ist allein ist das ein bisschen schwierig. So. Mit mir zu zweit aber auch. Weil wenn ich anfasse, ist wie wenn zwei andere loslassen. Was haben wir hier? Ja. Der Vorführeffekt. Ja, und jetzt bin ich schuld. So, und jetzt vernünftig zack da rein und zack. So. So, das ist hier, hier ist der Fußteil, ja, und der Patient liegt, wird reingelegt, wird angeschnallt. Dann haben wir noch ein paar Gurte, die wir einhaken können. Und so genau. kann man ihn noch quasi im Kranbetrieb, könnte man ihn. Also Thema Rettungsdienst, vielleicht werden wir nach einer Beladung mal sehen, man kann das dann mit der Leiter, ja wirklich wie ein Kranbetrieb, wie du schon sagst, genau, eine Person retten. Ist auch möglich. Aber das Zweiteilsystem könnte ich persönlich, sei mir nicht böse. Ist natürlich sehr stabil, verbindungssteif, oh, so dass bei Wirbelsäulen Rückenverletzungen. Ne? Ja, Moritz, und man hat wirklich den Vorteil, man kann das Ding wirklich in den Boden ziehen. Das ist eine Reinigung, weil man nicht so kompliziert ist. Oh. Ja. Komm her, alter Mann. Ah. Oh, zu klein für mich. So, so dann binden wir ihn schön fest. Schnallen wir schön und dann schmeißt man irgendwo da hinten. Das erste Mal, dass ich mich vor dir sicher fühle. So, jetzt, man sieht schon, er ist jetzt ein bisschen länger. Man müsste jetzt das Fußteil ein bisschen verstellen oder ganz weglassen, dass er. Ja, okay. Du bist nicht die Normgröße, du bist etwas zu groß. Genau. Wie groß bist du? Boah, 1,82. Ja, knapp. Ja, aber dass ich mal gesehen habe, finde ich ganz interessant. Okay. Ja? Dann mehr raus, hier kann ja nicht so schwer sein. Das sind so Kleinigkeiten, das ist für dich normal, die Trage. Ich glaube nicht, dass die viele kennen. Aha. Für mich oder was meinst du? Ja, für dich ist normal, weil du kennst sie ja vom Alter. Hier oben haben wir noch zwei, kennst du mal, Klapptragen? Ja, das ist eine Klapptrage, die ist also zusammengeklappt. Und die andere? Geknickt, ne? Ach, das ist auch eine geknickt. Das ist eine. Ah, die normale Dientrage, die habt ihr doch bei euch auch. Oder? Die ist zusammengeklappt. Um Platz zu sparen. Okay. Ihr seid voll cool, das ist ein Transformer hier. Genau, Transformer. Nimmst du quer, hast du mehr. So. Okay, Standrohr. Standrohr, alle bekannt. Ne? Ein paar Leimbeutel, Kettensägen, Schnittschutzausrüstung. Schnittschutz haben wir auch mit. Ne? Okay. Da kommen wir gleich im weiteren Verlauf drauf. Da haben wir einen Standrohrschlüssel, ne? Um den Deckel loszumachen. Okay. Okay, das heißt, alles da, wunderbar. Genau. Gut, machen wir jetzt so. Und hier unten ist was für ein Fach? Fahrzeugbatterie. Fahrzeugbatterie. Fahrzeugbatterie, wie jeder LKW-Fahrzeug hat, Batterie hat und dieses. Okay. Hierbei, ist das, was wir eben besprochen haben, die Motorkettensäge. Einmal elektrisch, einmal benzinbetrieben. Ja, im Korb nimmt man meistens elektrisch, ne? Ja. Ja, sie ist leichter, sie ist handlicher und für kleine Äste, sage ich mal, ist es einfacher, schneller, ne, und auch vielleicht auch nicht so gefährlich. Ja. Was ich jetzt noch sehe, ich habe jetzt hier den Wegstau. Genau. Das ist halt quasi diese Sonderlänge. Wir haben ja normalerweise 20 Meter Wegschläuche und für die Drehleiter, da sie natürlich in der Leiterlänge von 30 Meter hat, brauchen wir natürlich auch einen Schlauch, der mindestens 30 Meter, sogar mehr als 30 Meter lang ist. Weil wir müssen ja mit dem Schlauch nach hinten noch raus. Verstehe, die Leiter auf 30 Meter lang, das heißt, man geht dann bis da unten in den 30 Meter Schlauch schon mal. Ein Meter Schlauch wahrscheinlich noch oben in dem Korb. Und dann braucht man hinten nochmal 4 Meter, also man hat einen 35er B-Schlauch. Das ist nämlich das, was den Truppmannfragen mal gefragt wird. Genau. 35 Meter B-Schlauch nach Norm, extra für die komplette Leiterlänge. Genau, super. Okay, das ist also hier. Super, sehr schön. Dann haben wir uns jetzt Schippe drauf gemacht, wenn wir halt einen gewissen Untergrund haben für die Abstützung, dass wir uns da was schaffen können. Sonst, genau. Streusalz, auch wichtig, genau, im Winter um das Fahrzeug rum. Gerade jetzt, wenn es in die Wintertage geht mit Frost und so weiter. Klasse, ich mach mal gerne zu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass sie 17 Jahre alt ist, das sieht man aber nicht. Ich finde, es noch gut in Schuss. Ja. Wir haben gute Kollegen, wir sind alle gut zufrieden, dass wir die Fahrzeuge gut warten. Und ja, das merkt man schon. Gut im Schuss. Ja. Jo, dann gucken wir hier mal weiter, wa? Gerätefach 5. Ui. So, dann haben wir noch ein paar. Türöffnung. Türöffnungskoffer lassen wir mal drin. Genau, lassen wir drin. Zweimal B Schläuche 20 Meter. Genau. Die ganzen normalen Schläuche und einmal Unterlichtglötze für unsere Abstützung. Ja, okay. Genau, falls wir nicht so festen Untergrund haben.
Super, okay. Und Türöffnungskoffer natürlich, wenn wir oberhalb im ersten oder zweiten OG. Durch die Terrassentür oder sowas? Terrassentür oder Dachfenster irgendwas öffnen müssen. Das ist aber sehr gut. Das habe ich jetzt auf noch keiner Drehleiter gesehen, dass ihr auch daran denkt, dass er im Korb Türöffnungsset habt. Ihr setzt den Fall im ersten oder zweiten OG an der Straße, ist ein Kippfenster, wo wir dann schnell rein können, ist es für uns schneller. Anstatt dass wir eine hoch abgesicherte Eingangstür haben, die wir dann auffräsen müssen, dann gehen wir mit dem Türöffnungswerkzeug hin und können zum Beispiel das Kippfenster aufmachen und steigen so ein. Ja. Raffiniert. So ein bisschen auf die Kosten, dass wir nicht irgendwie die Türen unbedingt zerstören. Ne? Ja. Und auch wenn man wieder weg ist, sollte man ja möglichst danach das Haus sicher verschließen können wieder. Genau. Ne? Aber ein Kippfenster ist für uns immer wie ein offenes Fenster, auch für die Einbrecher. Aber guter Tipp. Das ist genau sowas. Okay. Gut. Was ich jetzt hier vermisse, diese Niveauauge, wo ist das? Die Waage? Das ist oben beim... Achso, hier habt ihr das nicht beim Ausrichten. Nein. Ah, okay. Das Fahrzeug richtet sich möglichst automatisch alleine aus. Ah, okay, weil ich kenne das mal aus anderen Fahrzeugen, dass man hier das, was hier vorne im Fahrgastraum hat. Ja, die Libelle, ne? Die Libelle, genau. Dass sie hier ist und dass man hier nach schon so ein bisschen die Stütze... Ich glaube, Metz hat es ganz gerne, ne? Ja. Aber wie gesagt, die Fahrzeughersteller, nur der Unterschied. Interessant, genau. Das sind sie alle. Dann haben wir natürlich links und rechts die Abstützvorrichtung. Dass wir halt immer zur Seite uns absichern können. Kein Hindernis an dieser Seite. Wir haben das im Überblick. Ja. Ja. Und steuernass von links oder von rechts. Ja, okay. Ja? Das machen wir gleich nochmal in der Praxis. Gucken wir mal die Fächer weiter. So, Gerätefassex, darf ich mal auch machen? Ja, das ist auch super. Ha! Habe ich hingekriegt. Okay. Was haben wir da oben? Sturmlein. Genau, das ist, wenn die gerade bei so einem Wetter die Drehleiter ausgefahren ist, dass man sie oben an den Kopfpunkt sichern kann. Ne? Ab einer gewissen Windstärke ist die Drehleiter zu sichern. Wie entscheidet man das? Zeigt die das die Leiter an? Jetzt Achtung, Achtung? Oder? Nee, das wird so, ich sag mal, wenn man da oben nach. Wenn die oben im Korb alle grün sind im Korb. Ne, man merkt selber schon, wann es nicht ganz geht. Wenn die alle blass werden im Korb, dann sollte man vielleicht mal um den Kopf funktionieren. Okay, also ein bisschen Verkehrssicherungsmaterial zum Sichern und ABC-Tool. Die Stützen ausfahren, dass wir auch die Hütchen umstellen. Klasse. Bevor wir jetzt zum nächsten Fach kommen, sehe ich da oben, habt ihr das Aggregat, ne? Ja, runter. Klar. Wir können natürlich Strom produzieren durch unser KVA. Der wird dann eingesteckt hinten und oben am Korb haben wir dann gewisse Steckdosen für die Elektro. Kettensäge. Weil ihr habt natürlich in so einem Fahrzeug, könnt ihr Beleuchtung, ach da kommen wir doch jetzt zu, ne? Genau. Beleuchtung vorne ranbauen und so weiter und dafür brauchst du halt natürlich auch Strom, ne? Richtig. Oder für das Fichtenmoped. So sieht's aus. Ja, wie schon angesprochen, da, ne? Da ist es. Die Scheinwerfer, die oben aufgesteckt werden. Wie bei unserem TSF, die alten klassischen Scheinwerfer. Genau, der Frontscheinwerfer, der vorne in der Fahrzeugkabine. Genau, hier haben wir mal ein Hämmerchen, damit wir mal den Hydrantendeckel mal aufkloppen können im Winter, wenn der zugefroren ist. Das kann man auch kaputt kloppen. Kannst auch kaputt kloppen. Geht zur Not auch? Genau, geht auch. Ne? Genau, Not kennt kein Gebot. Wie gesagt, und hier, so also Mehrzweckscheinrohr halt klassisch, ne? Ja, genau. Also wenn wir jetzt mal aus dem Korb auch mit geringen Wassermengen arbeiten wollen, dann nehmen wir ein Übergangsstück, ne, auf den her und dann können wir offen. Alles gut, ja. Wenig Wasser abgeben. Ich sehe gerade, ich habe noch so ein bisschen technische Hilfeleistung, also die Säge noch drauf. Handsäge, Handbügel nicht alles mit der Motorsäge, wir können auch mal mit der Hand arbeiten. Ne? Wofür sind diese? Und die haben wir dann, um bei zu starken Schräglagen so ein bisschen das Niveau auszugleichen, was die Hydraulik sonst nicht schafft. Okay. Ja? Die stellt sich sonst immer automatisch in die Waage, aber wenn die Neigung zu stark ist, dann können wir auf der einen Seite schon mal... Oder falls der Untergrund auch weicher ist? Oder? Wenn der Untergrund auch ein bisschen... Ja, okay. Was haben wir hier noch? Das ist das Zusatzgerät, um da unser Rollgliss aufzubauen. Das können wir vor dem Korb reinhängen. Korb reinhängen. Ja. Genau. Okay, Gerätefach 2. Genau. Ja, die obligatorischen Atemschutzgeräte, die wir bei jedem Brandeinsatz brauchen, wenn wir oben im Korb stehen, ne, für unsere lebensgefährlichen Brands. Ist auch in der Fahrzeugnorm mit drin, also bei jeder Drehleiter müssen. Wenn man das nämlich einplatt als Einsatzleiter, sind zwei Atemschutzgeräte, auf die man zugreifen kann. Ne? Aber natürlich, wenn die im Korb sind, oh, mit Totmannwarner. Ja. Also das ist ja gar nicht so. Totmannwarner, Masken, alles dabei. Aber es sieht auch bei euch gebraucht aus, ne? Also von daher seid ihr echt. Ja, die sind gut gebraucht. Wir sind momentan in der Umstrukturierung. Okay. In den Leinbeuteln, ist da nur Leine drin oder habt ihr auch irgendwas anderes noch drin? Normalerweise ist in dem Leinbeutel noch eine Fluchttaube mit dran, so wie hier. Okay.
Ein auch interessantes Patent, das kenne ich auch noch gar nicht. Alles parat ist. Ich hoffe, dass das der Vorführeffekt ist. Ja. Kreide zum Räume absuchen, dass wir die Türen markieren. Ja. Dann mal Keile, Unterlichtkeile, um die Tür aufzuhalten und auch mal ein Messer. Eine Scheibe. Wenn man sich auch selber mal irgendwie irgendwo einbindet. Und hier mit Flochthaube dran, das finde ich ja super. Flochthaube. Ne? Ist ja gut. Ja. Ja. Okay, eure Atemschutzmasken sind ja auch drauf, ja super. Das alles paletti. Und Ersatzflaschen natürlich, ne? Wenn es mal länger dauert. Wenn man nicht genug kriegt. Genau. So, das haben wir eben schon mal angesprochen. Das Rollgeliss und die Abschutzsicherung, ne, aus großen Höhen. Gibt ja gewisse Einsätze, wo man. Aber Sprungkette habt ihr gar nicht? Haben wir nicht? Haben wir. Ah! Da haben wir mit. Ah, okay, dann kommen wir gleich so. Bei jedem größeren Einsatz geht die Drehleiter sowieso mit raus und. Ah, das ist da, okay. Deshalb, ich hab fest gerechnet, dass jetzt hier irgendwo drin ist, genau. Aber okay. Ja, das ist aber vom Platz her nicht ausreichend. Nee, okay, aber. Haben wir da uns den Kasten. Also Rettungslisten, das ist, ich sag mal, das Ganze, ich nenne es jetzt mal, auch wenn es falsch ist, für den Bergsteiger-Ausrüstung ist da drin. Genau, so. Quasi. Zum Retten der anderen Leute aus der anderen Personen aus Höhen. So, oder sichern. Und da habt ihr sozusagen euren Sprungretter drunter. Wollt ihr das sehen? Wollen wir mal sehen? Sehen wir mal kurz. Da ist er. Das ist so ein aufblasbares Teil. Genau. Ja, wird mit wenigen Leuten in Stellung gebracht, unter Pressluft aufgeblasen und innerhalb von wenigen Sekunden ist das Ding aufgeblasen. Ihr seid echt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, das fühlt mich echt gut. Ja, wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten. Nee, das wird immer besser werden. Nee. ist ja auch schön. Nein, aber man merkt bei euch, das ist alles im Fleisch und Blut. Wir wissen echt gut Bescheid, finde ich super. Also man merkt es bei euch. Super, klasse. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Material, wir arbeiten jetzt mal mit. Ja, du bist gut, übertreibe euch. Kameradschaft ist klasse. Wolltest du mal? Ja, da hat man mich ja, schon so oft drauf gemacht. Da war ich das, ne? Du kriegst, der kriegt so viel Schulterklopfer. So viel Schulterklopfer. Ich verschleiß schon. Hast du gut gemacht. Jetzt ist gut. Okay, machen wir wieder zu den Kiosk. Okay. Und dann, sehen wir hier noch den Klassiker bei einer Drehleiter, ist natürlich das Wenderohr. Das ist natürlich hier in Stellung, finde ich auch interessant. Genau. Sieht man aber öfters. Also ist original auch. Ja, ich kenne das wieder auch verlastet in dem Raum. Aber wie gesagt, ist ja je nach Hersteller. Wunsch, ne? Ist ja, ja genau. Ja. Wie super. Aber ich würde sagen, das können wir gleich mal vielleicht mal für die Leute mal hinstellen. Aber, ist aber nicht mit Schlauch und nicht mit Wasser. Och, Mimi. Mimi. Nein, nur so ein bisschen Dekoration. Ne? Ohne Wasser, aber wir gucken mal, wie man so eine Leiter in Stellung bringt. Ja. So, weil ich spiele auch mal gerne. Das machen wir. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ja. Los geht's. Ruderleiter, alles 20er Fahrgestellung. Mal Funk aus. Das sind wir. Also, leben mit der Lage. Ja, verstanden. Mock das Ding gut. Also landen wir aus. Das ist irgendwie. That's live. Was denn? Also. Hey, hier ist noch was los. Hier ist jetzt nie langweilig. Kommt zu uns, wir brauchen euch. Ja, so sieht's aus. Ja, so. Jörg. Was wolltest du wissen? Alles gut. Also wie viel Grad kann man das jetzt aus? Ja. Also weißt du, dieser Aufstellbereich jetzt in Grad, wenn man jetzt das ganz genau. Also guck mal jetzt. Fangen wir vorne an. Darf ich jetzt allein sagen? Das wie Klausi. Klausi. Ja. Ist der Spitzname Klausi? Ja. Ich bin Willi. Ja, okay. So.